Grüß Gott miteinander hier beim DSVO. Ich bin der Wolpi und dabei ist wieder der Schabi. Hallo. Wir sind in Kosmut hier wieder unterwegs, nachdem ich ja letztes Mal mein Schiff verloren habe. Haben wir ja zum Glück den Nightwolf gebaut, mit den zwei langen Railguns und hinter mit den zwei MP-Raketewerfer. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier unter das Fragezeichen machen. Oh, ich muss noch die Flugrichtung ändern. So. Irgendwas scheinen die da unter zu verteidigen. Ja, nach vorne bin ich echt nicht besonders schnell. Aber rückwärts halt. Das heißt, ich müsste mit dem eigentlich gegen 3 habe ich jetzt noch nicht gekämpft, aber theoretisch müsste ich es auch mit 3 aufnehmen können. Da ich ja im Kampf relativ schnell zurückfliege, ich parke jetzt mal hier, dann müsste die sich mir ernähren. Da ist der Punkt. Den markieren wir mal. So, dann gleich mal der Feind unter Beschuss nehmen. Oh, das hat gleich mal gezwiebelt. Dem habe ich gleich mal, dem habe ich eine richtige Packung gegeben. Ah, der hat halt Flak hier, aber vielleicht erwische ich ihn jetzt am Arsch. Ja. Schnappen wir uns jetzt gleich mal den da. Einmal drehe. Oh, wie das einschlägt, hey, wenn die Railgun einschlägt, dann knallt's richtig. So, das war's Cockpit. Ich glaube, jetzt haben wir schon alle, ja? Genau, mach mal Punkt, denn ich flieg gleich hin. Ich komm da hoch. Ah, ich muss mich erstmal reparieren. Ich habe nämlich auch ordentlich Schade genommen, sehe ich gerade. Oh, kann mich gar nicht reparieren. Ich bin auf dem Weg. Warte ab. Ja, sehr gut. Ich bin halt nicht der Schnellste, weil ich, das Ding ist ziemlich, Ist immer dicker und dicker geworden, gell? Ja, das ist der Platz bleibt. Oha. Guck dir doch das Ding an, wie ich das ist aber ganz schön breit. Ja, natürlich, ich muss das ganze Zeug noch irgendwo einlagern. Ja, ich muss noch irgendwann in Länge ziehen, noch ein bisschen. Genau, ich hab aber Offcam in einen Friedhof gemacht und ich habe die ganzen Fabriken gekauft. Okay. Ja. Dann warte jetzt mal in meiner Nähe, damit ich mich reparieren kann. Ja, bedien dich. Starten wir mal. Ah, ich habe auch Antriebe verloren, sehe ich gerade. Ja, es macht nichts, wir haben alles da. Ja. Alles da, wieder wie neu. Wieder wie neu, sehr gut. Wie neu. Hier ist noch Gold. Ja, markiert habe ich dir alles. Das heißt, das sammelst du. Dann schnappen wir oben den Punkt und dann fliegen wir mal nach da runter. Ich glaube, da unten ist noch eine Piratenbasis. Mit dem Schiff habe ich, glaube noch keine Piratenbasis zerstört, oder? Also ich denke mir jetzt schon gar nicht mehr genau. Aber ich glaube nicht. Können wir auch mal ausprobieren. Das müsste eigentlich richtig zünden. Oh. Ist er schon? Mal müsste da die Railgun jetzt richtig einschlagen. Oh ja, da hat es schon geknallt, hey. Meine Flaks. Ich seht ihr hier schon meine Punktverteidigung. Oah! Meine Punktverteidigung verteidige mich gegen seine Geschütze. Das laden wir nochmal nach und dann hauen wir das Cockpit raus. Ja, das war's. Dann haben wir das Cockpit rausgehauen. Wir haben jetzt die ganze Zeit halt, ihr seht, hier haben wir angefangen zu kämpfen und dann sind wir die ganze Zeit zurückgeflogen. Das Schiff fliegt immer rückwärts und verteidigt sich halt währenddessen. Da haben wir auch nur 5 Stahlschade, das ist echt harmlos. Markieren wir das mal im Schabi hier. Jetzt haben wir hier das Stahlei für Reparatur. So, das war's schon. Dann fliegen wir mal da runter. Ich will nämlich jetzt wissen, wie sich das Ding hier gegen Piratenbasis schlägt. Aber da ich ja eine enorme Feuerreichweite habe, müsste es easy sein.
Oh, da liegt auch noch Blut. Das markieren wir auch mal. Oh, der ist schon nicht schlecht. Der Nightwolf. Bei Rayguns muss man halt aufpassen. Wenn nur die Spitze zerstört wird, gibt es eine Kettereaktion und es explodiert alles bis zum Magazin. Deswegen muss man gucken, dass man hier vorne möglichst eng zusammenbaut, sodass der Gegner kaum Chance hat, die Raygun zu zerstören. Sonst kriegt man richtig dick eins auf den Senkel. Ja, so Spielerei wie Lichter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Warte jetzt mal geschwind. Nehme ich gerade was ein. Bewaffnung sieht gut aus. Ich habe noch genug Rakete hier. Schwefel habe ich auch noch genug. Das heißt, ich muss nicht zum Schabi mich nachfüllen. Ich kann mich mal mit der Piratenbasis anlegen. Aber zumindest müssen wir erstmal die Verteidiger, fällt mir gerade ein, die Verteidiger wegmachen. Was kann es? Müsste Stufe 6er sein. Ja. Da geht's schon los. Du bist da unten. Ja, kann ich ja hier noch. Genau, ich habe ja oben noch die Lootpunkte markiert. Das ist schön. Ach du meine Güte, da blinkt ja alles hier. Aber es sieht so aus, als wäre es nur zwei fliegende und drei Plattformen und die Basis. Ich mal, ob ich von hier aus vielleicht die fliegende erwische. Den könnte ich jetzt vielleicht, aber der zieht sich, glaube ich, zurück. Das heißt, wenn wir das Universum hier voll geschafft haben, Shabi, dann schalten wir ein neues Kampfschiff für dich frei, oder? Dass wir mal zu zweit kämpfen hier. Ja. Weil alleine muss ich mich immer so vortaktieren, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich will ja jetzt, wenn ich mal eins auf den Senkel haue. Aber allein traue ich mich da meistens nicht so richtig. Oh, da ist er schon. Da gehen wir direkt hier auf. Genau, jetzt haben wir... das hat gezwiebelt. Jetzt Reaktor und dann haben wir einen... Oh, vielleicht erwische ich aus dem Kopf. Naja, gut. Okay. Ja, da hat es irgendwie alles zerlegt. Genau. Jetzt fliege ich mal hin und repariere mich. Ich habe aber nur hier vorne wieder an der Nase ein bisschen was abbekommen. Ihr merkt schon, ich kriege kaum Schaden. Das liegt aber nicht an den Schildern, sondern das liegt an den Punktverteidigungen, die ich hier an der Seite habe. Die schießt die feindliche Geschütze immer kaputt. Ich weiß gar nicht, können die Punktverteidigungen auch Lasermunition kaputt schießen? Also vom Dauerlaser, glaube ich, da geht es ja auf jeden Fall nicht. Den kann man ja nur mit Schilde verteidigen. Aber ich weiß nicht, wenn man die doppelläufige, die schwere Lasergeschütze oder die normale Lasergeschütze. Die haben die auch immer drauf gefeuert, ja. Ich glaube, die Punktverteidigung wird es auch ab. Ach, guck mal, da kommt der andere. Oh, der hat Rakete. Aber meine Punktverteidigung hat geschrieben. Ach, jetzt verschanzt er sich hinterm Frack. Natürlich ungeschickt. Oh. Eimer. Da hat's geknallt, hey. Da hat's geknallt, der hat nicht mal Schade gemacht, weil der so verwirrt war. Was wir jetzt machen, ist, wir wählen mal unsere MP-Rakete aus, dann deaktivieren wir die mal. Brauche ich ja jetzt nicht. Dann schleichen wir uns mal langsam nach vorne. Ich will jetzt nämlich wissen, mit was wir es hier zu tun haben. Da schüttet er hier an der Seite ran. Seht schon, hier wird mir angezeigt, Feuerreichweite, die ist gigantisch von dem Ding. Die ist weiter wie meine Sicht. Also meine Feuerreichweite ist höher wie meine Sichtreichweite von dem Schiff hier. Die Railguns haben eine enorme Feuerreichweite. Jetzt nähern wir uns der Basis. Oh, ich schieße schon und habe es noch gar nicht entdeckt. Erstmal sehen, was es überhaupt ist. Ah, okay, dann gehen wir doch direkt in die Mitte auf den Kern, ja.
Die Flags verteidige sich jetzt zwar ein bisschen. Die Flagge erwische ab und zu hier eine Railgun von mir. Aber ja, die meisten kommen durch. Ja, das war's. Also so ist in die Piratenbase Bibifax, muss man echt sagen. Richtig da einfach nach unten aus und dann seht schon, wie es dann knallt. Plattform zerlegt. Dann richten wir uns nach da oben aus. Zerlegt. Oh, da ist eine Raketeplattform, aber die schießt gerade auf das Wrack. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach und harre aus, bis deren Munition ausgeht. Geht nämlich recht zügig. Die schreddert hier unten so lang die Plattform. Schon uns egal. Seht ihr mal, die müssen ja Munition holen und lade hier danach. Dann wird die Rakete zusammengebaut und dann wird sie abgefeuert. Das heißt, eine Rakete besteht in der Regel nicht aus einem HE-Munition, sondern aus drei oder vier. Ich glaube drei, wenn ich es richtig weiß. Das war es jetzt aber schon. Jetzt hat sie nämlich keine Munition mehr, deswegen steht es komplett nutzlos. Ja. Dann visieren wir hier das Cockpit an und... das war daneben. Das hat. Das war's. Jetzt haben wir das Cockpit zerlegt. Sehr schön. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ja. Ich muss mal hier ein bisschen. Dann komme ich mal schön bei dir vorbei, Shabi. Ich brauche nämlich Schwefel. Oh! Oh! Da gibt's noch einen Freifliegender. Okay. Schnappen wir. Guck mal, ob ich mir den irgendwie. Was ist mein Schiff langsam? Ich hab. Das glaub ich manchmal echt nicht. Wahrscheinlich so langsam, dass ich. Ja. Dann ändere mal die Flugrichtung. Nehmen wir uns an den dran und wir aktivieren wieder unsere EMP-Rakete. Munition haben wir noch, Schwefel haben wir auch noch. So, unser Schiff dreht. Dann gehen wir hier drauf. Ich musste nicht mal die Flugrichtung. Ja, ich musste nicht mal die Flugrichtung ändern. Das war gerade echt praktisch. Oh, guck mal, wie er schleudert. Und tot ist er. Den hast du zerlegt. Er hat geschleudert, weil ich eine von meinen MP-Raketen hat die linke Seite von seinen Antrieben deaktiviert und die rechte war halt noch auf volle Power und hat angefangen, sich im Kreis zu drehen. Sehr interessant. Ich habe jetzt aber gerade festgestellt, dass ich dauerhaft rückwärts fliegen kann. Weil kurz bevor ich im Kampf bin, fängt sich mein Schiff automatisch an zu drehen. Ist eigentlich ganz praktisch. Schabi, dann bleib du mal kurz stehen. Oder geh zum nächsten Lootpunkt, oder wo immer du hin willst. Ich brauche zur Space, wollte abgeben. Alles klar, dann komme ich dir nach. Und dann wollte ich Personal einkaufen. Ja. Ich habe gerade auch neutrale Händler. Ich glaube, hier liegt auch noch was rum. Achso, nee, das ist Schrott. So, dann sprechen wir mal mit dem Schabi und kaufe dem EP-Rakete und das Schwefel. Ah, das ist echt groß, dein Lager mittlerweile. Wir brauchen es ja auch. Ja, und die EMP-Rakete-Produktion läuft da auch zügig. Ah, musst du ja fast wieder Eis und Kupfer nachfüllen, so wie es aussieht. Ach, das ja, da brauche ich nur. Ja, gell, man verbraucht gar nicht so viel. Man denkt immer, die 200 Schuss, die ich jetzt geholt habe, das sind vielleicht 5 Eis und 5 Kupfer gewesen, nicht mehr. Was besonders viel haben wir da? Ja, ein bisschen mehr. 10 Eis und 10 Kupfer habe ich jetzt vielleicht verbraucht. Also das ist echt harmlos.
Die Aufträge hast du schon abgegeben. Dann gucken wir mal hier rein. Ich ändere aber mal Flugrichtung wieder. Zack. Wie ein 360 war das hier gerade. Ein Gegner da. Ah doch, da oben haben sie sich versteckt. Ich habe nur einen, oder? Der Wrangler heißt der. Der Wrangler. Oh je. Hat auch eine Flak. Jetzt nehme ich. Und tot ist er. Okay, das Schiff ist wirklich enorm gut hier. Ah, der Nightwolf tut, was er soll. Okay, dann kommt da gleich der nächste. Oh, sehr schön. Ich kann gar nicht so schnell die Reste hinter dir aufnehmen. Ja, das können wir ja ein bisschen offstream machen dann. Muss ich aber die Flugrichtung ändern. Dann komme ich dem nämlich nicht nach. Und dann klettern wir uns mal an den dran. Das andere, den Loot habe ich markiert, den Wrangler. Dann kann ich den später holen. Es gibt ja auch nochmal eine Piratenbasis, die mir zerstören können, sehe ich gerade. Oh, der kämpft gegen Neutrale hier. Dann unterstützen wir den doch mal. Oh, mein Schiff ist jetzt leicht verwirrt wahrscheinlich. Jetzt aber. Zack! Ein One-Shot war das. Einmal direkt in der Reihe getroffen. Und da kommen doch Drakete hinterher. So, dann. Dann mehren wir uns hier einfach eiskalt durch. Piratenbasis will ich auf jeden Fall noch schaffen. Was für ein Schiff soll man dir denn bauen später, Shabi? Wie viel Personal hast du denn? Nicht genug, würde ich sagen. Echt, hast du noch zu wenig? Hast du alles gekauft, was wir kriegen können? 48 Leute habe ich. Mehr geht aktuell auch nicht? Nein. Aber das ist natürlich bitter. Nein. Deshalb, du hast ja am Anfang hast du wirklich wenig. Ja, man hat echt wenig Personal zur Verfügung, ja. Meins läuft mit 56. Ja gut, ich habe jetzt 66 Leute, also kann ich vorgebaut, aber ich habe aktuell nur 40. Also ich habe ein paar Kabinen mehr gebaut, um die Leute zu vorraten halt. Ja, aber da wir aktuell uns noch der Ruhm fehlt, aber da arbeiten wir dran. Oh, das ist so eine richtig, so ein Plagegeist, so ein kleiner. Ah! Oh, 4 Stück? Oh, schon. Was klein? Ja. War ein kleiner Plagegeist. Wir haben ein klein bisschen Stahlschade gemacht. War denn der andere da? So, habe ich noch genug von dem? Ja, habe ich auch. Und den blauen Kristalle habe ich noch genug. Dann stecken wir mal die 2 Fragezeichen auf. Das sieht nämlich so aus, als könnte wir die Galaxie in dieser Runde noch schaffen. Da ist noch was. Da ist ein eine Hypersprungbarge. Ah, ein Friedhof. Mit Schrottteile. Okay. Gucken wir uns das da oben noch an. Ah, die Kombination mit Rückwärtsflieger und Railgun, die reißt es gerade aktuell. Und Munition habe ich gefühlt endlos. Der Schwefel hält echt ewig. Muss dann nach jedem 5., 6. Gegner nur kurz mal bei Shabi vorbeigucken und mich wieder auffüllen.
Ach, so läuft das Schiff super. Das hat seine Reaktore zwar vorne, trotzdem verliere ich die nicht, weil die halt direkt hinter der Schilder hocken. Gut konstruiert, würde ich sagen. Ja. Das ist echt eine gute Konstruktion. Gucken wir mal, da sind die zwei. Die müsste ich eigentlich auch. Das sind wahrscheinlich, was sind denn das hier? Stufe 4er. Die, okay, die müsste aber eigentlich nicht dann besser sein. Aber es ist auch wieder so Fallobst hier. Oh, aber schnell. Oh, ist der schnell. Ich hab den. Ja, den krieg ich nur ausgebremst durch meine EMP-Rakete. Ah, voll in den Stahl reingeschossen. Jetzt hab ich ihn. Das ist durch. Da in der Mitte das Cockpit zerlege. Jawohl. Zack, der schlägt noch die EMP-Rakete ein. Dann markieren wir den mal. Ach, da war der Schabi. Ich gucke mit, so ist nicht. Genau, den anderen hast du schon markiert. Sehr gut. Ich muss mal Gas geben hier rein. Alles Universum haben wir eigentlich hier schon ziemlich viel abgearbeitet. Da oben ist noch ein Fragezeichen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn wir alles aufgedeckt hätten, kriegen wir auch ein bisschen Ruhm dazu. Es gibt dann wieder mehr Personal. Jo. So, jetzt pass auf. Oh. Daneben. Ach nee, ausgefallen. Down. Boah. Den hat's verlegt. Ja. Nachteil ist, durch den harten Schaden, den ich austeile, zerlege mir die Gegner halt wirklich in alle Fetzele, in jedes Einzelteil hier. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Loot, aber das stört uns ja eigentlich nicht, oder? Ja, also unterm Strich ist es genug. Genau, und da ich auch wenig Schaden nehme, habe ich kaum Reparaturkosten. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Ich habe jetzt nur wieder, ich glaube, nicht mal 10 Stahlschade gehabt. Dann rechnet sich sowas halt. Ich finde es auch eine tolle Sache, dass man einstellen kann, in welche Richtung sein Schiff fliegen soll. So kann man dann auch richtig ein rundes, das will ich irgendwann mal noch machen, ich will mal ein rundes UFO bauen. Ja, in eine Richtung feuern oder fliegen. Genau, so rundes, bewaffnetes UFO. Oh, das sind aber viele. Ich glaube, das eine könnte eine Plattform sein, die scheint sich nämlich nicht zu bewegen. Ja, ich glaube, eins von den F4 ist eine Plattform. Das andere sind. Das könnte auch eine Plattform sein, oder? Hier. Ah, ist ein Friedhof, deswegen. Guck mal, dann. Ah, oh, gleich mal voll fies erwischt das Ding hier. Direkt mit dem ersten Schuss. Guck mal, lassen wir uns hier die Plattform ausrichten. Scheiße, nehme ich. Da. Oh, scheiße, da kommt einer von der Seite. Und attackiert uns. Oh. Allein 12 gegeben gerade. Ja. Der hat's hin. Der hat's hinter sich. Dann reparieren wir mal geschwind. Aber bloß die Nase wieder beschädigt, so wie es aussieht. Ja. Das ist nur hier vorne rechts an der Nase. Das war von dem hier, von dem Thrasher. Du hast dann nur noch eine Plattform da oben, ne? Ja. Das da oben ist eine Plattform. So aufpassen, dass ich mich nicht zu tief im Schrott verfangen. Das kann manchmal nämlich. Oh! Okay, die war schnell tot. So schnell konnte ich gerade gar nicht gucken. Ändern wir wieder die Flugrichtung rückwärts. Dann dreht sich das Ding. Ja, wir haben halt rückwärts haben wir 4 große Schubdüse und vorwärts habe ich nur 4 mittlere Schubdüse. Deswegen bin ich rückwärts schneller. Vielleicht musst du die anderen auch noch gegen 4 große aus. Das passt nicht so richtig. Dann, wenn ich da große reinbaue, dann liege die nämlich. Nee, das funktioniert nicht.
Ach so, wegen den. Ach so, dann kommt das wegen den Ding nicht mehr hin. Genau, wenn ich da große reinbaue, dann liege die nämlich an dem Maschinenraum an. Eine große könnte ich hinbauen, aber dann... den ganzen Maschinenraum ein Stück rausschieben. Genau, dann müsst ihr den rausschieben. Dann funktioniert aber die Verteidigung von vorne nämlich so gut. Wenn der genauso weit nach außen geht wie vorne meine Verteidigung, dann ist er leichter zu treffen. Ja gut, ich kann ja rückwärts fliegen, das ist ja kein Problem. Meine Fluggeschwindigkeit rückwärts ist 83, also das ist nicht schlecht. Okay. Rückwärts bin ich echt schnell. Oh mein, ach, das ist ja die Base. Genau, das ist die Piratenbasis. Und das ist auch das letzte Ziel hier auf der Karte, gell? Danach haben wir alles fertig. Na, guck mal hier, du kannst überall abgeben bei den Stationen. Ja. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob die hier oben mal. Also es sind auch da, glaube ich, drei Plattformen. Eine Basis und zwei freifliegende. Gucken wir mal, ob ich die irgendwie von der Seite ansteuern kann. So. Machen wir schon halbe Geschwindigkeit, dann gucken wir uns das mal an. Dann zerlegen wir jetzt nämlich seine Einzelteile. Eigentlich wäre mir am liebsten, wir schießen dem erstmal einen Antrieb weg. Ah, komm. Genau durch Mitte. Sieht jetzt auch hier die Rakete, wie die Punktverteidiger ist toll verteidiger. Ist echt geil. Und jetzt die nächste Rakete. Wieder verteidigt. Da kommt wieder eine. Abgewehrt. Abgewehrt. So haben die natürlich kaum eine Chance. Das war's. Jetzt ist er tot. Ja. Und die nächste Rakete abgewehrt. Er hat mich nicht einmal berührt. Also nicht einmal gehittet. Und die nächste. Das ist nochmal so einer wie gerade eben. Da lädt er gerade die Rakete nach. Aber das ist auch keine Gefahr für uns. Hat er sonst gar keine Waffe außer den Raketenwerfer hinten dran? Verstehe ich nicht, das Schiff ist doch voll die Fellkonstruktion. Hm. Das ist. Ah, guck mal, da schießt noch eine Plattform auf mich, sehe ich gerade. Zerlegen wir die auch mal. Zerlegt. Dann richten wir hier wieder. Ah, hier zerstören wir auch wieder der Kern in der Mitte. Dann richten wir unser Schiff aus. So. Das Feuerwerk beginnt. Munitionslager erwischt. Ich mache mal auf normale Geschwindigkeit jetzt. Das sieht man schon, da wird es ein bisschen schwerer. Und ich habe auch keine Rakete mehr, weil EMP-Rakete-Munition ist leer. Zack, Basis zerstört. Oh. Dann da oben die Plattform. Hm, das war daneben. Auch neu. Ja. Das war Exzessor. Oh, und da ist wieder eine Rakete. Ja, ja, so eine blöde Rakete-Plattform, die wieder auf mich feuert. Ah! Oh. Jetzt. Tja, wenn das mal eine Spitze war. Die haben wir gerade mal richtig zerlegt hier. Schabi lootet noch fleißig, ja? Ah, ja, die Basis. Ich komme gar nicht hinterher. Ja. Solange du fliegst, funktionieren die Bergbau-Laser nicht, okay. Das stimmt, du stehst bleibst so. Wahrscheinlich. Jetzt noch ja. Noch mal Flug. Ziemlich cool, wie da alles auseinandergenommen wird. Und hinter dann die Sammler. Und so wird mal kurz eine Plattform abgebaut, ja? Weg ist sie. Mal kurz die ganze Plattform eingesammelt. Sprechen wir hier mal mit der Basis.
Hier kriege mir, ihr seht schon, hier kriege ich plus 0 Ruhm, weil maximal, also der Auftrag bringt mir nur bis maximal 140 und wir haben schon 380. Ja, bis 210, das heißt, es bringt uns auch nichts. Die hier bringt uns was. Piratenbasis zerstört. Plus 30, weil maximal 440 und wir haben erst 380. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhm bekommen, das heißt, wir können auch wieder mehr Personal kaufen. Aber wir natürlich nicht da. Das sieht man jetzt bis 410. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neue Leute können wir uns holen. Ach, steht ja hier auch 9 Seelen. Weil deiner Crew, sich deiner Crew anschließen. Genau, die hole ich dann. Ja, was ich jetzt mal machen wollte, ich wollte mal ein paar Sachen freischalten. Und zwar die Chain Gun. Zack. Dann die große Kanone und die Deckkanone, weil die wollen wir auch irgendwann noch einbauen. Und ich glaube, wir schalten auch gleich noch die Minefabrik frei, wobei ich denn noch nie Mine benutzt habe. Und die Fabrik für Nuklearrakete, dann können wir auch mal Raketewerfer mit Nuklearwaffe bauen. Bisher werfen wir ja nur mit EMP. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Sind in... Genau, wir haben jetzt Gegner von Stufe 2 bis 4 gemacht. Das heißt, als nächstes machen wir 3 bis 5. Oder machen wir als nächstes gleich 4 bis 6. 4 bis 6 würde ich sagen. Die 4 haben wir ja locker weggeputzt hier unten. Und ihr habt auch gerade gesehen, die Stufe 3er geben uns keinen Ruhm mehr. Das heißt, wir machen als nächstes 4 bis 6 und dann vielleicht hier oben 5 bis 7. Das heißt, als nächstes müssen wir nach Onkadi springen. Ich würde sagen, da springen wir in der nächsten Folge hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und einen Kommentar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.